die Sonne glänzt fast so hell wie mein Geld. So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier bei Johnny and Friends Gaming. Mein Name ist Nils und wir sind in Disney Dreamlight Valley und heute geht es um Türen. Wir wollen mal schauen, welche Türen hat denn hier... Hi, Eve! Hat denn Dagobert momentan hier... Einen schönen Tag noch! ...in Angebot oder im Angebot? Da gucken wir jetzt mal rein. Unter Möbeltüren. Und wir sehen schon, er hat relativ wenig Türen. Er hat hier einmal diese Standardtür. Das ist so eine, ja, weiß nicht, bäuerliche Tür mit Verzierungen. Dann haben wir hier so ein Himmelstor. Dann haben wir hier, was ist denn das hier? Wir können ja nochmal gucken, da kann man ja drauf drücken. Eine lackierte Tür. Ja, die ist ganz cool, aber ja, ja, ist halt mehr so Bauernhausmäßig. Dann haben wir hier die Himmelstür. Die ist sehr schön, passt aber halt auch nicht überall rein. Dann hier diese dornige Tür. Ist auch sehr schön. Ich habe die hier, die habe ich eigentlich fast überall drin, weil da ist halt so braun drin und da haben wir so goldene Türgreife hier und die Scharniere und vor allem das Grün gefällt mir halt immer sehr gut. Und dann haben wir hier, das gilt auch als Tür, im Freien ein Torbogen. Gut, das kannst du halt nicht überall verwenden, ist ein bisschen schwierig. Also ihr seht schon, wir haben im Grunde genommen eigentlich sehr, sehr wenig Türen. Und deswegen möchte ich mal alle Türen durchgehen, die es so in Disney Dreamlight Valley gibt. Denn es ist ja so, wir gucken mal hier auf Twitter X rein, wenn wir hier mal auf Disney Dreamlight Valley gehen, den Account hier auf X, dann sehen wir hier zum Beispiel einen Star Path und das habe ich gestern gar nicht gesehen. Es gibt hier auch ein weiteres Tor. Da bin ich mal sehr gespannt, ob das als Tür gilt. Ich nehme aber mal an, ja, denn ja auch das Tor von Jack Skellington ist ja im Grunde genommen das gleiche hier, nur in einer anderen Form. Das eine ist aus Metall, das ist ja aus Stein. Könnte als Tür gelten. Es kommt also schon mal eine Tür rein. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Monster Inc. ja ein zentrales Thema hat, nämlich unter anderem auch Türen. Denn die Monster kommen ja über die Türen in die Welt der Kinder, um am Anfang die Schreie aufzufangen und mit diesen Schreien Energie zu gewinnen, bis dann Scully das ganze System kippt und dann eben sagt, dass Lachen, das Fröhlichsein eine viel höhere Energiequelle ist und somit dann die Kinder zum Lachen gebracht werden und da eben hier die Türen eine wichtige Rolle spielen, weil nur so die Monster überhaupt in die Welt der Kinder gelangen. Also Türen haben eine enorm große Bedeutung hier. Oh Mike, mit der Jacke. Hier in Disney Dreamlight Valley. Und jetzt schauen wir uns mal an, welche entsprechenden Türen gibt es denn überhaupt in Disney Dreamlight Valley. Und das sind einige. So, ich bin hier mal in meinem Haus drin. Und ihr seht schon, ich habe hier meistens immer diese König der Löwentür, weil die mir relativ gut gefällt. Und die meisten wissen ja, wie man Türen austauscht. Ich kann es aber nochmal für die Neuen zeigen. Ihr geht halt ganz einfach auf Möbel. In diesen Baumodus geht dann auf die entsprechende Tür. Könnt dann sozusagen hier ersetzen. Drückt dann auf Ersetzen und dann habt ihr alle Türen, die ihr hier zur Verfügung habt und könnt die dann entsprechend austauschen. Und ihr seht schon, ich habe nur 5. Die lackierte Tür, die Himmelstür, die dornige Tür, die Wohnzimmertür für Löwenjunges, auch ein komischer Name, und die einfache Tür, das sind 5 Stück, es gibt aber noch einige, die schauen wir uns jetzt mal an. Und mir fällt gerade auf, dass ich die Tür von Wall-E noch gar nicht habe. Da müsste ich jetzt nochmal zu Dagobert gehen. Okay, also ich sehe hier schon, die Wall-E-Tür hat er nicht. Das ist erstaunlich. Ja, ich habe wirklich nur diese 5. Da sind mal Türen hier. Wir haben hier die dornige Tür. Okay, das sind 3 Türen. Aber die Tür von Wall-E, das verstehe ich nicht. Wall-E, wir können ja mal reingehen in das Reich von Wall-E über Filter. Filter, 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 Wall-E. Dann gucken wir mal.
Tatsächlich, da ist nichts drin. Keine Wally-Tür. Keine Wally-Tür. Das sind ja die Fenster. Raumschiff, Bullauge, aber keine Tür. Da habe ich mich irgendwie getäuscht. Naja, gut. Auf Wiedersehen und bis bald. Auf Wiedersehen und bis bald. Also es gibt keine weiteren Türen. Und jetzt gucken wir mal, welche Türen es gibt. Es fehlen mir also mindestens 5. Schauen wir mal rein. So, Ladies and Gentlemen, wir sind hier auf Dreamlight Valley Wiki und wir gucken mal an. Ihr seht schon, es gibt also hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Türen und die gucken wir uns jetzt mal an. Wir fangen mal mit dem Access Door an. Das Access Door haben wir hier. Das ist genau die Tür, wo ich dachte, die haben wir. Ich bin jetzt etwas irritiert, weil ich dachte, ich habe die. Und wir gucken uns das Ganze hier mal an. Access Door ist ein Türmöbelstück im Wally-Stil. Schaut eher aus wie bei den Klingonen in Star Trek. Sobald es eingesammelt wird, wird es der Möbelsammlung hinzugefügt und weitere können in Dagoberts Katalog bestellt werden. Wie kann ich die denn einsammeln? Ha, komisch. Okay, das ist erstmal die erste Tür von Wally. Dann gucken wir uns die Celestial Door an. Das haben wir auch, das himmlische, die himmlische Tür. Die hatten wir ja auch schon im Angebot. Gucken wir mal hier. Zu welchem Thema? Steht gar nichts da, ne? Das ist so eine allgemeine Tür. Es wird automatisch belohnt, wenn der Spieler Level 17 erreicht. Oh, interessant. Okay, Level 17 kriegt man also automatisch. Elegant, Wohnzimmer, Studie. 16.000 erreicht mit Level 17. Interessant, was haben wir noch? Das ist die Monster Inc. Door, die kriegen wir jetzt wahrscheinlich auf jeden Fall, weil Monster Inc. kommt ja jetzt rein hier. Sobald es eingesammelt ist, wird es der Möbelsammlung zugefügt und kann bei Dagobert gekauft werden. Es gab von Entwickler kein Update zur Entfernung dieses Gegenstandes aus dem Spiel, was darauf hindeutet, dass die Entwickler weiterhin beabsichtigen, sie im Dagoberts Laden hinzuzufügen. Ich denke mal, wir werden sie dann wieder bekommen. Hier steht es auch derzeit nicht verfügbar, basierend auf Spielerberichten. Diese Tür wurde zuvor in Dagoberts Laden und in Möbelbeuteln gefunden. In Update 1.3 wurde die Tür von an der Wand montierten Dekorationsgegenständen zu funktionalen Einsatztüren für Türen im Spielerhaus. Seit dem Update 1.3 gibt es keine Spielerberichte mehr darüber, ob die, was, darüber oder über das Auftauchen einer anderen Tür. Okay. Das heißt, seit dem Update 1.3 gibt es hier diese Tür nicht mehr. Frozen Portal. Gucken wir hier mal schnell rein. Frozen Portal ist ein Türmöbelstück im Frozen-Stil. Auch ab dem Update 1.3 wurde die Tür von der Wand in eine funktionale Tür umgewandelt. Seit diesem Update gab es aber keine Spielerberichte mehr über das Auftauchen der Tür bei Dagobert oder in den Möbelbeuteln. Also seit Update 1.3. Was ist denn Update 1.3? Gucken wir mal schnell rein. Februar 2023. Das sind dann also gut und gern ein Jahr. Okay. Ein Jahr. Okay. Das ist dann hier. Ach, 19. Das ist gar nicht 1.9 ist das. 1.9 wird immer als Update 9, genau, Update 9 wird das immer bezeichnet. Funktion zur Namensänderung eingeführt, Aktualisierung für Scrooge Store, Monster Inc. Realm, neue Charakter Mike und Sully, okay. Cool, cool. So, welche Türen haben wir denn noch? Lass uns mal überraschen. Also, gefrorene Portal wird sicherlich interessant, gerade wenn man mal so ein schönes Dream Snaps hat, dann wäre das ganz cool. Ich weiß nicht, ob das noch größer geht. Also diese Tür kenne ich überhaupt nicht. Grand Double Door. Aus Beauty and the Beast. Okay, aus Beauty. Ja, das kommt schon hin. Aber grün schaut ein bisschen komisch aus. Ne? Also auch hier ab 1.3 Update nicht mehr verfügbar. Und ist billig, ist günstig mit 3.200. The Beauty and the Beast. Okay, große Doppeltür. Dann haben wir Halloween Tower Archway, ist ein Möbelstück aus dem Burton's The Nightmare Before Christmas. Es kann im Möbelplatzierungsmodus positioniert und platziert werden. Es konnte für begrenzte Zeit während des Haunted Holiday Star Path
mit 30 Eventwertungen aus der Tier-1-Belohnung freigeschaltet werden. Aha, ach. Das heißt jetzt, diejenigen, die den Sternenpfad damals nicht mitgemacht haben, die haben diese Tür nicht. Stadttorbogen, das ist aber ein kleines Stadttorbogen. 480 ist ja noch günstiger, okay, nur im Freien. Ist auch komisch, dass man das nicht einfach innen auch zulässt. Dann haben wir Lion Club Living Door. Lion Club Living Door, ja, das ist die, die ich auch habe hier. Es wird automatisch belohnt nach Freundschaftsstufe 8 mit Simba. Aha, okay, das war also aus einem Freundschaftstor. Ja, Tor. Ist ein Freundschaftstor, so kann man es ja sagen. Simba Level 8. Okay, wusste ich nicht mit 3200. Okay, mal zurück. Ja, es ist halt alles schon so lange her, ne? Painted Double Door. Aha. Ja, das ist eine ganz weiße Tür eigentlich mit sehr feinen Verzierungen. Das ist Annas Freundschaftsstufe 2. Die müsste dann eigentlich jeder haben, der Anna mindestens auf 2 gelevelt hat. Warum die Tür auf einmal 20.000 kostet, ist absurd. Die sollten auch einmal die Preise irgendwie, ja, wie heißt es, angleichen. Ich meine, die eine Tür kostet 480, die kostet 20.000. Ist ein bisschen komisch, ganz ehrlich. So, was haben wir denn noch für eine Tür? Ein Simple Door. Die kostet gar nichts. Die ist umsonst. Dies ist die Standardtür, die angewendet wird, wenn dem Haus des Spielers neue Räume hinzugefügt werden. Ah, okay. Wenn sie durch eine andere Tür ersetzt wird, gelangt sie in das Türinventar des Spielers. Es ist nicht in der Möbelsammlung aufgeführt und es können keine weiteren Exemplare im Scrooge-Katalog bestellt werden. Ist auch nicht nötig, denn es steht ja da, wenn das Haus des Spielers neue Räume hinzugefügt wird, ist die automatisch dabei. Würde aber theoretisch dann auch bedeuten, dass ich diese Tür nirgendwo anders als in meinem eigenen Haus einfügen kann, wenn ich das so richtig verstanden habe. Wir könnten das ja mal ausprobieren. Komm, Wally. Das können wir ja einfach mal ausprobieren. Wir gehen mal in das Haus von Wally und schauen mal, was wir da für Türen einsetzen können. Blaubeerenmampfen. Oh, Blaubeerenmampfen. Wo sind sie hier so? Lecker. Komm, gehen wir mal rein. Gucken wir mal in Wallys Haus. In Wallys Haus. Aha. Ah ja, das war aus einem. Das war aus einem Dream Snaps. Jetzt schauen wir mal hier rein. Schauen wir mal schnell rein hier. Gucken mal, welche Türen werden mir denn angeboten. Ah, das stimmt nicht. Also man kann auch die einfache Tür dann hier einsetzen und man kann sie auch bei Dagobert kaufen. Das hat sich also in der Zwischenzeit überholt und man kann die sehr wohl einsetzen. Wir können sie ja mal... Was habe ich denn hier für eine Tür drin? Okay. Ich mach mal die hier her. Ja, kann ich also jederzeit austauschen. Ich habe mich mit Türen ehrlich gesagt jetzt noch nie so intensiv bestellt oder auseinandergesetzt. Ich habe die halt bestellt, habe die halt eingebaut und fertig. Haben wir das eingerichtet? Was steht da? Da ist leer. Okay. Okay, und was ist denn dann da drin? Ah, ist die Küche. Okay, ja, ja, gut. Okay, also man kann die grüne Tür sehr wohl auch woanders einsetzen. Gell, Wally, Wally? Wally, schick angezogen bist du. Dawny Door ist eine nicht themenbezogene Tür. Es wird automatisch belohnt, wenn der Spieler Level 28 erreicht. Warum? Was ist bei 28? Sobald es eingesammelt wird, wird es der Möbelsammlung hinzugefügt. Es kann mit Hilfe des Möbelmenüs im Inventar positioniert und platziert werden. Aha, es kann nur im Innenbereich angewendet werden. 16.000. Okay. Ja. Ja, ich bin halt blöd drauf. Freilich, da ist sie doch. Da ist sie doch. Die schaut sogar ziemlich cool aus. Mit Dornen, da hat sich jemand da oben die Mühe gemacht und hat da so ein Glasmosaik da reingemacht. Das ist sogar interessant, das ist jetzt zwar nicht mein Stil, ich bin eher für das Helle, aber tatsächlich, das schaut sogar richtig, richtig cool aus.
Vielleicht mal so für einen Dream Snaps, ne? Okay. Ja, aber sieht man mal, wie viele Fenster habe ich denn? Können wir mal bei Fenster reingehen? Also ich verstehe nicht, warum sie sich bei Türen so schwer tun. Das sind alles Fenster hier. Das sind eigentlich auch nicht viele, ne? Gefrorenes Fenster aus Zuckerstangen. Und ich bin mir sicher, da ist noch ein oder das andere Fenster dabei, was ich gar nicht gekauft habe. Also viel mehr Fenster wie Türen. Alles sehr komisch. Nun gut, dann wissen wir da auch Bescheid. So Leute, dann habe ich euch jetzt mal hier alle Türen gezeigt, die es hier in Disney Dreamlight Valley gibt. Und dann können wir einfach nur hoffen, dass ja endlich mal mehr Türen reinkommen, dass die Thematik einfach mal vom Tisch ist. Denn das ist ja eigentlich im Grunde genommen, naja, irgendwie lächerlich, dass man hier einfach so ein Trara macht um Türen. Weil ihr seht, die Türen sind ja auch sehr schön gestaltet. Und da kann man doch locker mal hier 20, 30 oder vielleicht sogar 50 verschiedene Türen nach und nach reinbringen, welche mir auch innerhalb der Quests oder was auch immer. Und dass man da einfach mal anständig hier eine Auswahl hat an Fenster und Türen. Das war's. Lasst ein Like, lasst ein Abo da, wenn euch das gefallen hat. Jetzt haben wir uns also mit der Thematik hier den Doors, den Türen hier auseinandergesetzt. Und ja, wenn jetzt dann Mike und Sully reinkommen, sollte dieses Problem dann hoffentlich gelöst sein. Dann bedanke ich mich recht herzlich und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, euer Nils. Ciao. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.